Und weiter geht's, hallo liebe Leute, zur dritten, vierten Folge, vierte Folge von Stadtfilmabend. Ja, diesmal haben wir dafür gesorgt, also beim letzten Mal haben wir dafür gesorgt, dass Carsten und Kerstin ein schickeres Schlafzimmer bekommen, weil Carsten hat schon wieder so ein bisschen gequengelt. Jetzt haben die statt einem abscheulichen Schlafzimmer ein langweiliges Schlafzimmer und ich sollte mal langsam anfangen, auf das Spiel zu gehen, weil ich rede hier immer noch hinter der Tapete. Okay, kleinen Moment nochmal. So. Jetzt geht's weiter. Geht das jetzt? Jetzt geht das ja. Okay. So, wir brauchen hier vielleicht bei den Steinmetztischen, ich weiß nicht, ob hier überhaupt schon viel gesteinmetzt wurde, hier brauchen wir mal so eine Abfallzone, damit die groben Steine hier hingebracht werden können. So, Jefim, das ist Schlafzimmer in Ordnung. Bench, Schlafzimmer fast eindrucksvoll. Ich meine, wir könnten hier jetzt natürlich Bench sagen, das ist die Bench-Kommode. Ich weiß nicht, ob Carsten und Kerstin in einem Schlafzimmer mit einer Bench-Kommode schlafen wollen. Ich glaube eher nicht. So, Nussi, abscheulich. So, Nussi, was hast du jetzt? Unansehnliche Umgebung, abscheuliches Schlafzimmer, plus 5. Okay. Ohne Tisch gegessen, ja, das ist nun nicht mein Problem, Nussi. Das sind jede Menge Tische. So, das kommt auch alles weg. Das ist Möbel, Tür, zack. Okay. Ich schlafe immer noch da. Okay, das, wir können ja langsam mal hier ins Schlafzimmer gehen. Heiko, zack. So. So, jetzt haben wir hier... Können wir hier nicht Brücke drüber machen? Ging das nicht mal? Eine flache hölzerne Konstruktion auf tragenden Stützen, die auf Wasser errichtet werden kann. Du kannst leichte Strukturen auf Brücken bauen, aber sieh vorsichtig. Brücken sind zerbrechlich. Wenn eine Brücke einstürzt, werden Konstruktionen auf ihr auch zerstört. Okay, also das geht nicht. Was ist das? Wo kann man denn sehen, was hier der Boden ist? Kann man gar nicht. Okay. Warte mal. Hier ist ja das... Was wäre... Ich meine, ich spitballe hier nur. Was wäre, wenn wir hier raus die Küche machen? Ja? Und dann hier unten zum Beispiel... Das Esszimmer. Was wäre damit? Dann könnten wir das hier alles, ich weiß nicht, zum Produktionszimmer machen oder so. Wo wir Sachen produzieren. Hier hinten, das sollte eigentlich unser Gefängnis werden, aber jetzt haben wir hier oben ja schon diese kleine Kemenate da. Ich glaube, die Idee mag ich, aber da müssen wir hier eine Abluft schaffen für... Für die Kühlaggregate, sonst werden uns die Leute gebraten. Ach scheiße, hier ist auch der blöde Sumpf. Okay, dann hat sich das fast schon wieder erledigt. Scheiße. Ja, dann wird Zeit, dass wir hier Trockenpumpen erforschen. So, sterile Sprengfallen, Solaranlage, automatische Tür, Biokraftstoff. Wo sind die Trockenpumpen? Tiefenbohrung... Tiefenscanner. Wo waren die Trockenpumpen? Schreibt einen Kommentar, wenn ihr wisst, wo die Trockenpumpen waren. Okay, Hydrokulturen. Das ist Hydroponik. Sprengfallen, sterile Nährstoff, Wasserradgenerator, Biokraftstoff. Vielleicht bei Maschinenbau? Kann ich die schon bauen? Nee, Cembalo, Klavier, was man alles kann hier.
Gasdrucklader. Achso, da kann man automatische Waffen herstellen. Lösch, überleben. Energieschilde. Intensiv. Pumpe zum Entwässern. Trockenpumpe. Pumpe zum Entwässern heißt die. Okay, da brauchen wir also Mikroelektronik demnächst. Gut zu wissen. Durchschnittliches Schlafzimmer, okay. Abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Hufeisenstab haben wir ja nun. Wir brauchen Denkspiel, Fernsehen, Teleskopnutzung, Chemikalienkonsum. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Okay, Architekt, Entspannung, zack. Teile eines Raumschiffs, sehr gut. Das wird sofort auseinandergenommen und weggetragen. So. So, dann mal Stühle. So, hier brauchen wir auch noch mal Licht rein. Und hier brauchen wir auch Licht. Und dann brauchen wir natürlich wieder Strom. Das ist ein Kreislauf des Verderbens. So. Es ist eigentlich sehr ungünstig, dass die Batterien hier sind mitten im Lager, weil die können Feuer fangen und dann brennt uns ab, was wir hier gelagert haben. Das wäre eher ungünstig. So. Eigentlich haben wir hier genug Stühle. Es sind sogar 8, also es sind genauso viele, wie wir Leute haben. Ich weiß nicht, warum die Leute ohne Tisch essen. Ich meine, gut, Labor abscheulich, vielleicht liegt es daran. So, da wären die Pilze. Gelagert, okay. Bench, Nervenzusammenbruch, warum? Was ist los, Bench? Zurückgewiesen von Kerstin. Zurückgewiesen von Nuno. Unansehnliche Umgebung. Fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Okay. Packen wir mal eine Fackel rein. So, das sieht aber alles schon ganz gut aus hier. So. Alpaka ist trächtig. Okay. Sehr gut. Ich glaube, hier im Gang sollten wir vielleicht auch mal Licht aufstellen. Carsten soll mal lieber wieder forschen und weniger Bergbau machen.
Diesmal habe ich Bergbau gesagt, ne? Ja. So. Schläflich, Pessimist, unansehnliche Umgebung. Ja, das ist nur mein Scheißraum hier. Was soll ich machen? Leichter Zusammenbruch. Carsten. Das ist ein super Zimmer hier. Guck dir das an. Super in Ordnung, das Schlafzimmer. Vielleicht sollte ich mal so Kunstdinger hier irgendwo hinbauen, damit irgendjemand Kunst machen kann, damit wir die Carsten ins Zimmer stellen können und er sich ein bisschen besser fühlt. Kunst. Warte mal, hier haben wir... die Gänge sind eigentlich zu... Aufpassen auf Bert. Nein, erstmal nicht. Oh, ich weiß was. Wir machen hier. Hier machen wir Kunst. Kunstatelier. So. Nuno und Kasuar 3 haben ein individuelles Band geknüpft. Nuno hat ihn Atticus genannt. Okay. Ja, ich kann es genau zeigen, Markus, wenn du mir nicht glaubst hier. Inventar. Kriegsschleier aus Holz. Das ist kein Bart. Das ist ein Kriegsschleier aus Holz. Ein Kriegsschleier aus verstärktem Tuch. Er wurde angerissen, um dem Träger das Aussehen eines Schlachtveteranen zu geben. Einige glauben daran, dass es ein Talisman des Mutes ist. Das heißt, es ist also ein künstlich gealterter peinlicher Gegenstand, sag ich mal. Es ist so, als ob er Bench mit einer Augenklappe rumlaufen würde, obwohl beide Augen noch wunderbar funktionieren. So. Okay. Dann brauchen wir hier diese Kunstbank. Zack. Und vielleicht können wir gleich einen Nähtisch bauen. Weil der nächste Winter kommt wahrscheinlich nicht, weil wir im tropischen Regenwald sind. Aber trotzdem brauchen wir früher oder später wieder Kleidung. So. Und dann machen wir natürlich wieder ein Werkzeugdingens hin. Sehr gut. So, Aufgaben. So. Machen wir große Skulptur erstmal. Ach, machen wir von allen Skulpturen 5. Der Abwechslung wegen. So, und zwar aus Holz darf es machen, aus Stahl darf es machen. Aus Steinblöcken generell darf es machen, bloß aus Marmor nicht, weil Marmor ist da, wo wir am meisten haben. Darum wollen wir aus Marmor lieber Wände und sowas bauen. Und können wir das kopieren hier? Ne, können wir nicht. Erlaubter Stufenbereich, sagen wir mal. Unter 7 brauchen die nicht versuchen, was zu machen hier. Ah, das ist die gewaltige, okay. Ach so, okay, das geht nicht. Gut, Marmor sollte er nicht und Stahl bitte auch nicht. So, Stahl habe ich ausgestellt, gut. So, kein Stahl, kein Marmor.
Und ab Stufe 7. So. Gut. Cool. Was liegt hier? Oh, Bauteile. Bench, warum lässt du die Bauteile hier liegen? Bares Geld. Toter Affe. Sind die noch fehlende? Okay. Die sind noch gut. Mal gucken, wie lange noch. Ja. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass sie hier Bögen für die Leute bekommen, damit die jagen können hier. Das wäre super. Kerstin und Nussi haben nichts zu tun. Kerstin könnte Kunst machen. Nussi leider nicht. Obwohl, es ist eigentlich... würde ich das nochmal machen, würde ich Nussi Kunst machen lassen, weil immerhin schließt das ja auch Gitarre spielen und so ein. Ich weiß nicht, ob bildende Künste, ich meine, gut, Videos dreht er. Ich weiß nicht, ob das hier im Spiel abgebildet ist, aber ist eigentlich Unsinn, dass er das nicht machen kann. Ich weiß nicht, ist das irgendein Trade, das ihm das verbietet. So, Kurzschläfer, fleißig, starkes Immunsystem, scheint in der Familie zu liegen. Okay. Was arbeitet er denn? Kann der auch Kunst? So. Jetzt macht Bench Kunst. Okay. Und Kerstin. Okay. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Marmorboden reinmachen, damit es ein bisschen ansehnlicher ist. Carsten forscht, sehr gut. Dann wird das ja irgendwann fertig, der Käse hier. Ist immer noch eine abscheuliche Werkstatt. Vielleicht sollten wir hier einfach mal doch eine Wand hinmachen. Dann sieht das alles besser aus. So, ist denn mal irgendwas fertig hier? Nee, scheinbar nicht. Doch, große Skulptur aus Holz. Ein lustiger Saturn, mal gucken. Schwarze Feder, diese Statue erzählt von einem einsamen Chemiker, der in der Nähe einer Schlucht mit Blutfetzen bedeckt ist. Okay. Mal gucken, ob Carsten das genehm ist im Schlafzimmer. Sein mit Blutfetzen bedeckter Chemiker. Okay, Carsten ist ein Chemiker. Und Kerstin hat die Skulptur gemacht.
Vielleicht plant sie was. Fast eindrucksvoll. Jetzt hast du ein fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Das sollte doch fast reichen, oder? So. Werkstatt ist in Ordnung. Sehr gut. Also hier können die sich aufhalten, ohne dass sie die Krätze kriegen. Das ist schon mal gut. Nicht mehr inspiriert, ja. Wir lassen dich nicht operieren, Bench. Da kannst du lange warten. Schiff zu den Sternen. Nein, erstmal nicht. Erstmal wollen wir hier nur eine Gegend haben, die funktioniert. Da sind schon die ersten Eier. Hühnerei. Alles nur Hühner. Okay, vielleicht müssen wir bald Hühner schlachten, sonst fressen die uns die Haare vom Kopf hier. Okay. So, als erstes machen wir mal die Zonen weg. Das sollen die alles hier in den Lagerraum bringen. Gut, das lassen wir mal da. Und dann gucken wir mal, wie wir hier so aufräumen können, dass der Herr Carsten mit der Umgebung zufrieden ist. So, hier könnte man Türen einbauen vielleicht, dann ist das eben ein bisschen kleiner. Dann vielleicht eine Wand aus Stein um die Batterien rum, zur Sicherheit. Und das Esszimmer und den Wissenschaftsraum könnten wir auch abteilen, damit die Leute weniger Probleme damit haben hier. Kein Dach? Hier ist kein Dach! Wie ist denn das passiert? Psychische Beruhigung, weiblich. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen auf diesen Ort, auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Okay, das nehmen wir mit. Was wollte ich jetzt Befehle genau? Ich wollte Dachzone. Dach bauen. Da ist doch überall Dach. Warum ist hier kein Dach? Muss ich ein paar Pfeiler noch bauen, scheinbar. So, jetzt. So, jetzt ein Dach. Kein Dach. Das ist sehr ungünstig, merke ich gerade hier. Wenn wir nicht kein Dach haben, dann wird das alles vollgerechnet hier. Ein Jade-Meteorit, okay. Ah, scheiße. Schalten wir hier gerade den Strom ab für alles. So, Jade-Meteorit. Sehr gut. Der wird abgebaut demnächst. So. Dann würde ich fast mal sagen, also hier kann erstmal nicht viel brennen, obwohl das mir immer noch zu nah am Lager ist eigentlich. Aber dann wollen wir hier mal zumauern. Vielleicht kriegen wir dann schon Dachbonus oder so. Keine Ahnung. Nein! Was mache ich da denn? Okay. Das ist zu teuer. Das machen wir nicht. So. Eine Besuchergruppe. Okay. Und hier bauen wir auch noch was. So. So, ist es immer noch kein Dach. Wie geht das?
Hier ist innen. Hier ist auch innen. Hier ist kein Dach. Teil eines Raumschiffes. Okay, super. Nehmen wir immer mit die Teile eines Raumschiffes. Also wie kann das sein, dass hier kein Dach ist? Warte mal, ich muss mal alle Räume kontrollieren. Hier ist innen. 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 Hier ist auch innen. Sehr gut. Hier ist innen. Hier ist auch innen. Okay. Also ist scheinbar, hier ist auch innen. Hier ist kein Dach. Große Skulptur aus Sandstein. Okay, gucken wir mal, was das ist. Finsternis, Nummer römisch 4, 9, 11 oder 9, 11 oder 9, II. Diese Schnitzerei handelt von Kerstin Gibbs, wie sie, während sie mit Schmutz bedeckt ist, an dem Handwerksprojekt Große Skulptur arbeitet. Kerstin hebt das Handwerksprojekt Große Skulptur scheinbar ohne Aufwand an. Die Szene spielt inmitten einer Stadt. Das Bild repräsentiert die Katastrophe des Künstlers. Diese Gravierung bezieht sich auf das Ereignis am 6. August 5500, als Kerstin das Handwerksprojekt Große Skulptur fertigstellte. Also das ist eine Skulptur, die feiert, dass die Skulptur, also die dieselbe, fertig geworden ist. Okay. Das ist sehr Meta, Kerstin. Sehr Meta. Das stellen wir auch mal hier hin. Dann ist Carsten auch nicht zufrieden mit seinem Schlafzimmer. Feuer! Oh je. Okay, also hier ist aus irgendwelchen Gründen kein Dach. Gucken wir mal, ob wir da eine Dachzone draus machen können. Das ist doch alles Dachzone hier. Wo ist denn das Problem? Ah, weil ich hier unten... Hier unten geht's nicht weiter. Das heißt, hier kommt die Frischluft rein. Okay. Und wieder Feuer. Ah, Chinchilla retten! Nussi, rette das Chinchilla! Okay, Schwanz verbrannt, Hals, Körper, rechtes Vorderbein, link, rechtes Hinterbein, Verbrennung, okay. Habe ich überhaupt schon Heilwurzeln hier angepflanzt? Nee, habe ich noch gar nicht. Das müssen wir demnächst auch mal machen hier. So, ist das jetzt innen oder ist es immer noch kein Dach? Kein Dach, kein Dach, alles kein Dach. So, was ist denn das hier? Labor in Ordnung. Das Labor ist jetzt in Ordnung, wahrscheinlich, weil nicht mehr so viel Käse hier rumliegt. Sehr gut. Gut, dann machen wir mal hier. Wo ist denn jetzt schon wieder ein Feuer? Es ist auch innen, okay. Das ist jetzt auch innen. Ah, scheinbar hat jetzt irgendwer das Dach gebaut. Sehr gut. Ja, dann würde ich dann auch wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben uns ja um einige Probleme jetzt gekümmert. Das Schlafzimmer von Carsten ist jetzt eindrucksvoll. Schauen wir mal, ob das reicht. Eindrucksvolles Schlafzimmer, plus 4. Das heißt, sein eindrucksvolles Schlafzimmer gibt weniger Bonus als das abscheuliche Schlafzimmer von Nussi. Nettes Esszimmer, okay, danke. Durchnässt, ja gut, das ist halt nun mal dabei. Pessimist, gestörter Schlaf. Unansehnliche Umgebung immer noch zwischendurch, also. Was will man machen? Okay. Dann, ja, ihr kennt das Spiel, drückt die Glocke, subscribe den Kanal, schreibt einen Kommentar, schreibt mir, wo ich das Heilkräuter... Feld hinbauen soll hier. Okay. Habt ihr selber schon mal einen Kriegsschleier aus Holz getragen
und kamt ihr euch doof dabei vor? Schreibt es in die Kommentare. Verrücktes Meerschweinchen, okay, super. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit einem verrückten Meerschweinchen, das die Kolonie angreift. Ciao.